So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Sky. Heute bauen wir das Gewächshaus etwas weiter, bis wir dann bei Botania soweit sind und da die Pflanzen reinstellen können. Ich brauche noch ein kleines bisschen Eisen dafür, denn ich möchte ja das Gerüst aus Eisen machen. Und dazu wäre es nicht verkehrt, wenn ich hier mal ein bisschen Eisen umbaue. Jetzt, ich bin schon so weit, dass ich das Eisen, was ich mir so erfarmt habe, als Baumaterial verwende. Habe ich aber auch selten gehabt in irgendwelchen Projekten. Naja, Block of Iron Slab, mach ich mal durch. Und dann da, und dann da. So, mit diesem Grid sollten wir jetzt ganz gut hier bauen können. Okay. Türen, und das kommt alles später noch rein, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so... Ja, sowas vielleicht. Ich habe gerade keinen schneller Cleanstone, den kann ich nur hochstecken. Ich guck mal, ob ich hier, warte mal. Wie habe ich das hier vorne gemacht? Die stehen außen am Post dran, komplett connected mit dem von innen. Okay, so, so. So war das mit der Wand. Und dann kann ich jetzt hier hochgehen. Dann kann ich den dran setzen und den dran setzen, so. Und dann das ebenfalls nach hinten ziehen. Ja, und das mache ich jetzt für die komplette Länge. So viel Eisen geht da mal drauf. So, einmal nach hinten. Und hier wäre die Endstation. Nein, falsch. Falsche Materialien. Habe ich das gerade verbraucht? Nein. 4. So in etwa. Genau. Dann so in etwa. Ich weiß gar nicht, verbinden will übrigens, sondern 1, 2, 3. Zieh ich mal rüber, zieh ich mal runter, so. Genau. Also ich weiß nicht, ob ich hier so eine Querstrebe rüber verbinden will, sondern ob ich das so lasse und hier dann aus Glas dann... Egal. Dann lasst mal zusehen, dass es gut aussieht. Hoffe ich. So, und dann kann man ja mal hier weiter ausbessern. Man kann das von außen so schön da dran bappen dann. So irgendwie... Und dann Schrägen. Ich glaube, dafür brauche ich anderes Glas. Ich habe mal geguckt, im Architecture Table da. Ich kann Schrägen machen aus Glas, das geht. Aber nicht dieses Glas. Das ist etwas problematisch hier. Mit diesem Glas geht das hier leider nicht. Das macht er nicht. Der wirft da nichts raus. Dieses Item ist nicht im Spiel vorhanden. Ah Gott. Da habe ich dafür übelst viel hindurch. Warte. Einmal gesägt. Zweimal gesägt und nochmal gesägt. Ja, wahrscheinlich, also Dach wird aus dem normalen Glas dann gemacht werden, das so ein kleines bisschen schimmert, aber doch noch Licht durchlässt und dass der Regen da nicht drauf hält. Ich war mal so frei und habe im Stream Optifine den Regen oder das Weather ausgestellt, aber ich wusste gerade nicht, wie man auch das Geprassel auf dem Boden hier noch ausstellen kann bei Partikeln. Rain Splash oder so, Video Settings, Details. Depth, Sun, Moon, Water, Trees, Clouds. Also ja, Rain und Snow habe ich auf Off gestellt. Other irgendwie. Performance, Quality. Gibt's das hier irgendwo? Na, ich finde da nichts. Egal. Deswegen nicht wundern, wenn es so splasht auf dem Gras, aber kein Regen zu sehen ist, weil der ist einfach nur ausgestellt. Okay. Und dann haben wir hier doch schon mal ein kleines, nettes Gebäude. Ohne Witz, ey. Das erste Haus, was ich baue, hier ist ein Gewächshaus. Hätte ich niemals gesagt, oder gedacht, dass ich das machen werde, als das Projekt hier angefangen hat. ja. Ich will immer noch ein Camperzelt machen. Ja, aber dazu müssen erst wieder PvP-Projekte kommen, sonst bringt mir das ja nichts. So, dann lass mal da. So und so. Tada! Und dann habe ich hier die Glasfassade auf dieser Seite ebenfalls schon fertig. Jetzt muss ich nur noch vielleicht mal etwas hier oben machen. So, genau. Dieses eine Teil. Ich will nicht so viele Microblocks setzen, weil die ja bekanntlich zum Laggen gut sein sollen. Aber ich komme da nicht so sonderlich drum rum, glaube ich. Ja.
Ja, doch, können wir machen. Bisschen hoch, ein bisschen hell. Ich gehe dann gleich vor und setz. Ah, Quatsch. Hol mal die Dachschrägen. Da gibt es eine richtig coole Dachschräge, die so eine Art Überlauf sogar hat. Nicht einfach nur schräg, sondern schräg mit Überlauf. Bin ich mal gespannt, wie das dann hier aussieht. Man wird sich gut erkennen können bei Glas, aber. Ich mach das hier aus reinstem Vollglas. Komplett. So, da kann man die hier. Oh nein, das war falsch. Aber man kann die ganz gut hier einfach dran bappen. Microblocks sind ja bekanntlich schwer zum Platzieren. So in etwa, genau. Okay. Das hätten wir zu. Dann da nochmal. Ich fühle mich heute wieder ein bisschen produktiver, weil ich einfach was mache wirklich. Und man kann das Ergebnis danach deutlich sehen, hoffe ich. So. Bis hierhin. Habe ich irgendwas versetzt? Nein, habe ich nicht. Aber ich könnte... Oh nein, doch. Ich könnte da nochmal eins hinsetzen, genau. Und hier hinten kann ich zumachen. Ist das vorne auch so? Nee, es geht dahinter. Es geht dahinter. Ich habe hier einen Block sogar zu viel vom Glas gesetzt. Das wieder weg. Und dann hier dahinter. Da, so zu. Jetzt ist es perfekt passend. Mhm. So vielleicht, ja. Dafür, dass es spontan entstanden ist, wird das, glaube ich, was. Bin ich damit zufrieden. Das hier auch nochmal weg. Ja, wenn du was baust, meistens so, du weißt gar nicht mehr, wie es vorne ausgesehen hat. Kann man nicht merken immer alles. So, dazu. Und jetzt da ein paar Plöckchen dran. Nein, falsch. Ja, das ist der Nachteil mit den Dingern. Kann ich irgendwie da? Ja. Da? Ja. War doch richtig alles. Okay. Ich freue mich schon auf die Dachschrägen. Das wird ein kleines bisschen Gefusel werden, aber... Gleich geschafft. Okay. Ja, ich kann ja erstmal mit Dachschrägen gleich gucken. Und hier mal kurz pausieren. Kann ich später noch zumachen. Und jetzt heißt es normales Glas und Architecture Table. Architecture Table. Ich kann es auch nochmal testen, ob das mit dem Tinkers Glas geht, aber müsste nicht gehen. Ich habe es vorher schon mal getestet. Deswegen, ich habe hier schon mal Glas reingelegt. Dieses Glas geht auf jeden Fall. Das Tinkers halt eben nicht. Es gibt hier so, bei Roofing gibt es solche Teile und halt nochmal irgendwie andere Dinger. Ich weiß gar nicht, was ich aus denen dann machen soll, aber, ja, wir fangen mal an mit Roof Tiles. Da brauche ich ein bisschen was und, ich mache mal, hiervon welche. Das sind diese mit dem Überhang. Sollte hoffentlich reichen. Diese Overhang-Teile, die kommen ganz außen dran. Und alles andere kommt nicht ganz außen dran. Warte mal, was war denn hier oben hingestellt? Achso, Glas habe ich runtergestellt. Okay. Glas hatte ich ja runtergestellt. Da war was. So. Dann ein paar Steine habe ich dabei. Die waren einfach nur dafür da, damit ich hier hoch kann. Und dann teste ich das doch mal aus. Jo, durch den Regen. Der Enderman denkt sich auch. Huh, da liegen ja entschadete Sachen. So, und jetzt folgendes. Nee, das ist falsch. Hm. Wie sieht das aus, wenn ich den Roof Overhang hier mal so dran setze? Nein, das ist falsch. Der soll sich andersrum drehen. Warum kann er sich nicht richtig rumdrehen? Jetzt dreht er sich richtig rum. Aber das stimmt so nicht, denn es muss eins weiter vor, also vielleicht hier so hin. Ja, das geht schon eher. Wenn ich einen Stein abbaue, dann sieht das irgendwie so aus. Falls man sehen kann, hier ist so ein einfach Überhang. Ja, und dann geht's nach oben. Es wird eine ziemliche Fuselarbeit, das richtig hinzubauen, sehe ich.
Oh Gott. Hier auch wieder? Nee. Welche Orientierung muss man die bitte denn platzieren? Nee, auch falsch. Jetzt da. Ja, und so sollte sich das dann nach oben schieben. Nee. Vielleicht halt von innen nochmal irgendwie so eine Schräge rein. Kann ich ihn doch mal irgendwie drehen mit einer Wrench oder einem Hammer oder irgendwie sowas? Nee, das geht nicht mit einer Wrench. Geht auch nicht. Ja, dann viel Spaß an mich. Nee, das geht nicht. Die kannst du nicht unten rum platzieren. Ich befürchte, das wird etwas gefuselt und das werde ich auch mal wann anders machen und nicht in den Videos, sondern im Stream oder so. Aber das ist ja hier echt nicht so geil. Ja, da werde ich ein bisschen dran machen müssen. Ich setze mal, oder versuche mal, das ein bisschen schneller zu machen, indem ich hier einfach mal probiere, ob das klappt, wenn ich ein bisschen System reinbringe. Muss ich von der Seite so setzen. Ich kann die Orientierung nachträglich nicht... Oh Gott. Ich kann die Orientierung nachträglich nicht ändern. So. Und dann den. Ja. Nee, jetzt... Jetzt geht's wieder nicht. Oh Gott. Es kommt also nicht drauf an, wo du sie platzierst. Sondern es kommt auf die Seite an, auf die du klickst. Wenn ich jetzt da klicke. Warte. Ja, wird's auch richtig platziert. Okay. Es kommt also drauf an, auf welche Seite des Blocks man drauf klickt. So in etwa. Dann darf ich hier nochmal mit Glas halt an die nächste Schicht reinziehen. Ich will jetzt nicht so eine riesen Glaskuppel da irgendwie machen, wo dreifach verglast ist, aber... Naja. Dann diese Blöcke kommen hier dran. Jetzt habe ich gerafft, wie man die platzieren muss. Nur ob die von unten gehen, das weiß ich immer noch nicht. Ja, sowas halt. Und dann baue ich das ab. Und dann habe ich da ein schönes Glasdach. Denke ich mal. Ich habe die richtigen jetzt platziert. Ich habe nicht mal die richtigen platziert. Guck mal, das sind die Roof Overhang und irgendwie habe ich dann zu den anderen gewechselt. Schnitt. So, jetzt aber. Ich habe es nochmal schnell abgeändert, damit man nicht so lange warten muss. Ich werde auch versuchen, wie gesagt, nicht alles auf einmal zu bauen. Ich werde jetzt einfach einmal... In den Folgen immer mal so ein kleines bisschen bauen, eine so eine kleine Reihe und in einer Woche oder so hat sich das von alleine komplett vervollständigt. Okay, so viel dazu. Hier vorne würde ich vielleicht noch gerne zumachen, aber ansonsten fange ich schon mal an, so ein bisschen innen zu bauen, wie es da vielleicht aussehen sollte. So was wie Carpenter's Blocks habe ich nicht. Bei Carpenter's Blocks konnte man immer so ein bisschen schön den Boden einhämmern, dass der da so ein bisschen nice aussieht. Als ob das so, so zwischen Feldern wäre oder wie auch immer. Das gibt es hier leider nicht gerade. Deswegen werde ich da mal gucken. Da werde ich einfach vielleicht ein bisschen andersartige Erde nehmen. Sollten wir hinkriegen. Da es ein Gewächshaus ist, wie gesagt, ist das hier so jetzt in der Mitte einmal so, so ein Weg durch. Und welche Erde nehmen wir dann dafür? Ich kann auch mal das ganze Glaszeug jetzt hier raus tun. Ich nehme dafür einfach mal ein bisschen... Ach genau, hier die Erde sollte ich vielleicht mal... Bisschen Erde raus und dann wird das geupgradet auf oder gechiselt auf was sieht denn so nach Pfad aus zwischen Feldern? Ja, sowas hier oder ja, oder hier sowas. Leicht angetrocknet. Ja, sowas hier. Leicht angetrocknet und ja. Ja gut, dann gehst du hier so rein und hier drin so ein bisschen Matsche, weil es wird ja auch gegossen hier und hä? Oh nein. What is this? Das ist ja doof. Dann ist es doch der falsche Block. Dann schüssel ich diesen nochmal. Zu dem runter vielleicht. Warum connectet der sich in die Richtung nach hier drüben? Ey?
So, und dann einfach so als Weg, der hier durchgeht. Ach, ich kann noch meine Schaufel rausholen. Wozu habe ich die denn hier? Ich nutze die schon so selten. Ja, ist einfach so ein kleiner Erdweg, der geht hier durch. Ist halt ein Gewächshaus. Ich brauche eine kleine Wasserquelle oder so nochmal irgendwie hier, so eine Art Wasserhahn, dass ich gießen kann. Und hier sind einfach so ein paar Beete für Blumen. Jetzt nur die Frage, wie kriege ich die Sache mit dem Botaniker hier unter? Sollen hier drin nur einfach ein paar Blumen stehen, so eine Art Gewächshaus einfach, dass sie da wachsen und sonst nichts weitermachen? Oder sollen sie auch eine Funktion erfüllen? Weil vielleicht kann ich ja dieses eine Feld, was ich da vorne hatte, wo ich diese White Pedestals erstelle, vielleicht kann ich das ja irgendwie hier reinwursteln. Also, dass ich den Harvester hier abernten lasse in diesem Gewächshaus und die Pflanzen einfach hier drin stehen. Dann sieht das schön aus und passender. Und dann ist das meine Petal Farm. Das würde auch gehen. Ach ja, hier, das Glas habe ich gesucht. Das war leider ein dickes Glas, naja. Ich habe mich schon gewundert, irgendwo habe ich mal was Falsches gesetzt. Das fette Glas kommt raus und das dünne Glas kommt rein. So. Und dann gucke ich mal, wie ich das mache. Vielleicht hier so einzelne Harvester an die Seite gestellt, die von außen dann abernten oder so. Und dann haben wir sogar noch ein bisschen schön gemacht gleichzeitig. Also, irgendwo ist noch 1, 2, 3, 4, 5. Ach, genau. Ja, 4. Ja, ja. Ich sag so 3x3 Feld. Dass jeweils ein Harvester hier steht. So. Und dann 3x3 Feld vor sich hat, wo es eine Botania Blumenart gibt, wo was Pedestals erstellt oder so. Oh yes, das wäre nicht verkehrt. Und wenn ich das mal machen würde, dann würde hier unter anderem. Ja, hier nicht. Aber dann würde hier unter anderem in so einem 3x3. Das hier ist ja normaler Dirt noch gewesen. Damit hier ein Harvester hinkommen. Und dieser erntet hier vorne. Die zum Beispiel White-Teile ab, die ich hier hatte. Dazu brauche ich Potsoul. Und zwar 9 Stück. Denn diese Pflanzen konnten nur auf Potsoul wachsen. Dann gehe ich hier hin, setze sie mal dahin. Kann vorne den Harvester abbauen. Ah, jetzt wird es Erde. Oder? Ja, jetzt wird es Erde. Und, zack. Hier kommen dann die weißen Blumen hin. Brauche ich dafür Wasser? Nein, brauche ich natürlich nicht. Ich kann vorne mal die Sticks rausholen aus dem Teil. Und da draufsetzen. Dann ein paar von den weißen Blumenseeds holen. Habe ich irgendwo da? Ist noch Agricraft Crop Sticks drin. So, dann gehe ich mal hier vor und hole mir 9 Seeds. 5 Stück habe ich. Ne, gut, der eine war identified. 6 Stück habe ich. 7, 8, 9. So, und das reicht vollkommen aus. Das reicht sowas von vollstens vollkommen aus. Warte mal. Ah ja, gut, genau. Die anderen sind übrigens auch 10 von 10. Ich habe die jetzt noch nicht identified. Aber dann hier Cropsticks drauf. Bam, 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 bam. Und Seeds rein. Und dann habe ich hier die White Tulips. Und jetzt muss ich noch ein paar andere Seeds einfach züchten. Ist leider so, tut mir leid. Und zwar sämtliche andere Arten für die anderen Petals. Also Mystical Orange Blau Seeds muss ich machen, Mystical Magenta Seeds muss ich machen. Ich mache einfach alles, wenn es geht. Und dann kann ich hier nebeneinander sitzen, bam, 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 mit verschiedenen Harvestern, die alle dann mit Strom angeschlossen sind. Ach ja, doch, das wird cool aus. Ein kleines industrielles Gewächshaus. Schön! Ja, weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann, das Garren. Und tschüss.